Vielleicht können wir den Krieg noch verhindern. Kapitel 19. Die Rückkehr. Weil ich beim Volk von Shireen keine Unterstützung gefunden hatte, lag nun meine einzige Hoffnung in einem Handel mit William Hamleys Mutter Regan. Einer Frau, deren mögliche Unterstützung nur auf einem Gerücht beruhte. Das kann heiter werden. Los, Kerzer. 1154. Ursprünglich erbaute der Vater von Graf Bartholomäus die Burg als Wohnsitz für den Grafen von Shireen, unweit der Marktstadt desselben Namens. Außerhalb der Burgmauern entstand ein kleines Dorf, das zusammen mit der Burg da selbst als Loskerze bekannt wurde. Die Burg dient als Wohnquartier für die Familie des Grafen und als Verwaltungssitz von Shireen. Revieranlagen wurden selbst genutzt, nachdem die Burg gewaltsam von William Hamley erobert wurde, sind alle anderen Bewohner aus Earls Castle vertrieben worden. Der Name Earls Castle löst nunmehr Furcht und Schrecken aus, seit die Kathedrale von Shireen vollendet wurde. Ist William noch je zugange geworden? Einige sind der Überzeugung, der Graf habe seinen Glauben verloren, lebt nur noch um seinen eigenen Hunger und seine Gier auf Kosten der hungernden Bevölkerung zu befriedigen. Stellt euch an, schön der Reihe nach. Ihr alle kommt dran, um Lord Hamley eure Abgaben zu entrichten, hört ihr? Also nicht vordrängeln! Okay. Warum braucht Lord Hamley so viele Lebensmittel? Er hat mehr als genug. Sei still, Frau. Beruhige dich. Ich sorge dafür, dass dir nichts passiert. Sie haben in meinem Dorf eine Frau mitgenommen. Sie ist nie zurückgekommen. Dir wird nichts geschehen, wenn du nur die Ruhe behältst. Geduld, Geduld. Jeder kommt dran und kann laut Hamley seine Abgaben entrichten. Der Vogt. Aglikiaways. Alte Frau. Ich bin nur eine Schäferstochter. Ich habe hier nichts verloren. Geht es dir gut? Was meinst du damit? Natürlich geht's mir gut. Ich bin besser dran als die meisten hier. Nur weil Graf Hamley die Frauen den Tribut entrichten lässt, muss man ja nicht die jüngsten und hübschesten herschicken. Narren. Geht es dir gut? Was meinst du damit? Natürlich geht. Ich bin besser, nur weil Narren. Ich will hier. Jetzt haben wir es zum Sohn. Hey, du da! Ja, dich habe ich gemeint. Du mit dem hübschen Gesicht. Du kommst mit mir. Was? Lasst sie gehen. Nehmt stattdessen mich. Hm. Wie dem auch sei. Geh auf die andere Seite des Hofs und sprich mit Sir Walter. Er wird dich deinem neuen Herrn vorstellen. Und wag es nicht, vom Weg abzukommen. Aha. Dem neuen Herrn. Es heißt, Lord Hamley könnte Shireen bald verlieren. Im Ernst, was, wenn der nächste Graf uns alle aufhängen lässt? Keine Panik. Keiner von den Hochwohlgeborenen schert sich um dieses Drecksloch. Ich kenne die beiden. Sie haben früher für Vater gekämpft. Tja, was für Verräter. Was ist mit Bartholomäus Kindern? Es gibt eine Menge böses Blut. Nun, der Junge kämpfte für Stefan, aber soweit ich weiß, ging ihm dann das Geld aus. Jetzt spielt er nur noch den Wachmann für diese Mönche in Kingsbridge. Und die Lady Aliena? Da lache ich doch nur. Oh, ich glaube, du unterschätzt sie. Vor ein paar Jahren soll sie einen Priester in Winchester fast aufgeschlitzt haben. Hat ihm ein Messer an die Kehle gesetzt und ihn ausgeraubt. Sie ist eine Familie. Und du bist ein Schlafsack.
Ja gut, wir sollten da jetzt nicht mehr Aufmerksamkeit auf uns lenken als nötig. Habt ihr's bald? Gleich. Lasst mich eben noch mal nachzählen. Speisekammer, Elizabeth, Hugh Eggs. Was macht ihr hier? Ihr müsst gehen. Kommt nicht näher. William lässt mich bewachen. Was dauert da so lang? Ich habe den Schinken vergessen. Ich bin gleich wieder da. Wartet einen Moment. Dann folgt mir. Wir haben nicht viel Zeit. Hugh wird gleich nach mir suchen. Warum seid ihr gekommen? Ich warte! König Stefan hat ein Abkommen mit Kaiserin Mathilde geschlossen. Williams Tyrannei ist zu Ende. Dieses Land könnte endlich wieder Frieden finden. Darum muss ich unbedingt mit seiner Mutter reden. Und was soll aus mir werden? Mein Bruder wird der nächste Graf sein, aber ich würde ihm zur Seite stehen. Gleichzeitig will ich meinen Wollhandel nicht aufgeben. Ihr könntet mir also dabei helfen. Ich will euch helfen. Wirklich. Aber ich weiß nicht wie. Ich fühle mich so nutzlos. Könnt ihr mich zu Lady Hamley bringen? Ich wüsste nicht wie. Hugh X bewacht mich. Er würde euch nie durchlassen. Nur Walter und ich dürfen in den Wohnturm. Warum redet ihr nicht mit ihm? Mit Walter? Walter? Williams Hund? Nennt ihn nicht so. Er ist nicht so schlecht, wie die Leute sagen. Leider lässt mich William nicht mehr mit ihm reden. Jetzt ist Lady Regan alles, was ich noch habe. Flieht nach Kingsbridge. Dort wird man euch helfen. Ich kann nicht. Williams Männer würden mich erwischen. Ich habe es schon versucht. Bitte, lasst mich bleiben und euch helfen. Vielleicht verkleiden wir uns als sie und sie nimmt unsere Sachen und haut ab. Dann werde ich mit Walter reden. Das wäre meine Idee. So kämen wir rein. Da drin. Oder soll ich kommen und euch holen? Ich muss gehen. Elizabeth scheint Walter zu vertrauen. Vielleicht habe ich ihn falsch eingeschätzt. Okay. Es wird Abstand halten. Okay. Gehe zurück. Welche andere Lösung bleibt uns? Okay, ist das nicht... Ist das nicht Walter? Wie kommen wir denn hier wieder hoch? Ja. Ich muss ihn persönlich fragen. Okay. Wie kommen wir zu ihm? Ah, hier sind wir. Hallo. Elizabeth sagt, du wärst gar kein so schlechter Mensch. Bin ich also nicht? Hast du vergessen, dass ich einst den Verwalter eurer Familie getötet habe? Gibt's Probleme bei dir, Walter?
Ich muss mit Lady Regan reden. Ich will, dass du mich zu ihr bringst. Du hast Mut, das muss man dir lassen. Aber warum sollte ich das für dich tun? Wenn du nicht tust, was ich sage, wirst du sterben. Du glaubst also, ich sei ein netter Kerl. Und du glaubst, Lady Hamley hätte etwas für jemanden wie dich übrig. Da kann ich nur lachen. Chu! Was? Wenn du mich gehen lässt, werde ich William Hamleys Herrschaft beenden. Ich glaube dir nicht. Aber ich maße mir kein Urteil über diese Dinge an. Ich werde dich zu Lady Hamley bringen. Sie soll entscheiden. My Lady. Diese kommen noch besser. Elizabeth, könntest du mir etwas Wasser bringen, Kind? Ja, Milady. Aber erst müsst ihr aufwachen, Milady. Hier ist jemand, der euch sprechen will. Es ist Lady Aliena. Lady Aliena? Seit wann gehört das Weib wieder zum Adel? Ihr habt sicher von dem Vertrag gehört, den der König mit Herzog Henry in Wallingford Castle geschlossen hat. Das habe ich. Ich habe auch gehört, dass er verworrener Unfug ist. Es ist ein kompliziertes Abkommen, gewiss. Aber dieser Handel wird den Krieg beenden. Und er macht meine Familie wieder zum rechtmäßigen Besitzer der Grafschaft. Es sind Worte, mehr nicht. Niemand würde marschieren, um das zu erzwingen. Nicht mal der König. Seht ihr nicht, was die Herrschaft eures Sohnes dem Land antut? Bald wird es keine Grafschaft mehr geben, die irgendwer regieren könnte. Das ist eine Lüge. Mein William ist ein besserer Graf als dein Vater. Na, sicher. Wenn ich daran denke, dass ich einst meinen guten William in eine Familie wie deine einheiraten lassen wollte. Jeden Tag danke ich Gott, dass er uns vor diesem schrecklichen Schicksal bewahrt hat. Und dass er diesen Mönch zu Bischof Walleran geschickt hat, um den schändlichen Plan deines Vaters aufzudecken. Welchen Mönch? Den Prior von Kingsbridge. Philip von Gwynedd. Was? Bitte, Mutter, ihr müsst die Lady anhören. Oh, meine liebe Elizabeth. Siehst du nicht, was sie uns antun will? Wollt ihr sagen, dass Prior Philip dem Bischof von meinem Vater erzählt hat? Ja, er hat Walleran persönlich aufgesucht. Ein Mittler in Gottes großem Plan. Und wir haben seitdem großer geherrscht. Es war mein Recht, euren Sohn abzuweisen. Frau Mutter, Lady Aliena ist hierher gekommen, damit die Dinge sich bessern. Sie hat immer nur alles schlimmer gemacht. Sie hat meinen Sohn verhöhnt, weil er sie heiraten wollte. Sie hatte jedes Recht dazu. Was? Wie kannst du das sagen? Er ist dein Mann. Er ist gut zu dir. Wenn Walter nicht wäre, hätte er mich bestimmt schon umgebracht. Was tut er jetzt? Was macht das Miststück hier? Sie versucht zu verhandeln. Sie will uns alles nehmen. Ach ja? Will sie das? Lass es gut sein. Halt's Maul, alter Mann. Sag ich doch. Klicken, 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 klicken.
Das war's. Mach die Hure kalt, Walter! Nein, das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Du verdammter Verräter! Hilfe, kommt hier rauf! Männer! Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr alle... Na toll. Das gibt jetzt aber ordentlich Krieg. William Hamley ist tot. Was jetzt? Jetzt sagen wir seinen Leuten. Ja, gut. Ich weiß ja nicht, ob wir das sollten. Lasst sofort eure Waffen fallen! Seht das Banner des neuen Grafen von Shiring! Der Fuchs. Hört her, ihr alle! Lord Hamley ist tot! Die Burg gehört jetzt wieder der Familie des früheren Grafen. Was? Du willst uns wohl verscheißen! Es war der Wunsch des Königs. Wer hat ihn umgebracht? Er starb, weil er sich weigerte, Earls Castle friedlich zu übergeben. Er wusste, dass der König ihm die Grafschaft und den Titel nehmen würde. Aus Angst vor Vergeltung hat er sich das Leben genommen. Mein Name ist Lady Aliena von Shiring. Ich bin die Tochter von Bartholomäus, des früheren Herrn dieser Grafschaft. Ich bin hier, um die Tyrannei William Hamleys zu beenden und in Shiring die Ordnung wiederherzustellen. Unsere Besatzung von Shiring wurde für rechtswidrig erklärt. Jeder Angriff auf uns ist rechtmäßig und vom König abgesegnet. Und was geschieht jetzt mit uns? Ich werde dem König sagen, dass William Hamley euch zu allem gezwungen hat. Dass jede Schandtat, die dem Volk von Shiring zugefügt wurde, allein sein Tun war. Das ist mein letztes Wort. Ihr werdet die Chance bekommen, Wiedergutmachung zu leisten. Indem ihr den Menschen von Shiring helft, sich von den Folgen eurer Grausamkeit zu erholen. Und ihre Häuser wieder aufbaut und ihre Felder bestellt. Ellie, du hast mir auf meinem Weg hierher sehr geholfen. Aber der rechtmäßige Erbe von Vaters Titel bin immer noch ich, nicht du. Damals, als er uns den Eid schwören ließ, hast du gezögert. Das habe ich nie vergessen. Von nun an kannst du meine Stellvertreterin sein. Aber ich treffe jetzt die Entscheidung. Du undankbarer Narr! Lass uns später darüber reden. Die Tyrannei von William Hamley hat ein Ende! Die Grafschaft von Shiring gehört wieder ihrem rechtmäßigen Erben! Jetzt wird der Krieg führen, oder was? Wiedereinsetzung von Richard von Shiring. König Henrich II. König Henrich II., bei dem Rate seiner Freiherren und der zur Erfüllung des Vertrages von Wellingford verfügt, dass Shiring und jedwede
einige Gemeinden wieder denen zukommen, die zu Zeiten des Herrn König Stephans die rechtmäßigen Eigentümer waren. Innerhalb der Laufzeit seiner Regierungsmacht soll der nächste Blutsverwandte des ehemaligen Grafen Bartholomäus von Schaiwink den Titel erhalten. Demzufolge wird Richard von Schaiwink zum Grafen ernannt, zu besiegeln in einer offiziellen Einsetzungszeremonie. Aha. Nun schickt einen Boten nach Kingsbridge und sagt Prior Philip, dass Schaiwink endlich frei ist! Was ist los? Warum lachen Sie? Ihr könnt einen Boten schicken, wenn ihr wollt. Aber vom Prior wird nicht mehr viel übrig sein, wenn er ankommt. Ellie, was geht hier vor? Was geht hier vor, genau? Das wüsste ich jetzt auch mal gerne. Die Säulen der Erde im Auge des Sturms. Kapitel 19, die Rückkehr nach Earl's Castle. Was du getan hast, du hast dich in Earl's Castle hineingeschlichen, ganz auf dich allein gestellt. Du hast die ehemaligen Ritter deines Vaters nicht angesprochen. Elizabeth hat Earl's Castle nicht verlassen und ist bis zum Ende bei dir geblieben. Du hast Williams Männern auferlegt, beim Wiederaufbau Schaiwink zu helfen. Richard hat sich selbst zum Graf von Schaiwink ernannt und deine Einforderungen ignoriert. Okay, sie ist nicht gegangen. Elizabeth ist nicht abgehauen. Das heißt, sie hätte in der Botin sein können. Vielleicht hat sie hätte was verhindern können. Habe ich das Gefühl. Oh Mann. Der Papst glaubt, wir sollten ihn entweder verbrennen oder ihn zum Bischof von Kingsbridge machen. Ich habe bereits alles in die Wege geleitet. Meine Männer haben ihn festgenommen, als Kingsbridge ungeschützt war. Als seine Freunde die Burg des Grafen erobert haben? Ja. Wenigstens in seinem Tod ist euch William Hamley noch nützlich gewesen. Das war doch der größte Fehler. Er ist natürlich gekommen mit Kapitel 20, das Ende. Schaiwink, der Tag des Prozesses. Seht all diese Leute. Es sieht so aus, als hätten sie Spaß daran. Ja, Kingsbridge ungeschützt gelassen. Ihr geifernden Hunde, nein, solltet euch schämen. Halt's Maul, du alte Hexe! Ellen? Mir geht es nicht gut. Ich kümmere mich um dich. Ihr beiden geht voraus. Und beeilt euch! Ist deine Mutter krank? Das ist es nicht. Hier haben sie meinen Vater gehängt. Ach du Schande. Das hohe Gericht. Die Beisitzer. Der Bruder des Königs von England. Der ehrwürdige Herr Bischof Henry von Winchester. Und ihre hochgeboren Gräfin Lady Aljena von Shiring. Was tut sie da? Der Vorsitzende. Der ehrwürdige Herr Bischof von Shiring und Kingsbridge. Walleran Bigot. Jetzt spricht sie ihn. Spricht sie Philipp mit zu Tode. Oh nein. Nicht doch. Die Kirche ist nicht ohne Fehl. Ach. Wir haben uns heute hier versammelt vor Gottes Angesicht, um über einen der unseren zu richten. Er hat geschrieben, dass Kirche und Papst nicht notwendig sind als Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Dass Gott im Menschen wohnt, dass alle Menschen gleich sind und dass jeder Sünder dem Herrn so nahe steht wie der Papst selbst. Jetzt bitten wir Gott um sein Urteil. Denn sein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit. Sicher.
nicht unser. Und nicht euer. Ihr werdet der Ketzerei angeklagt. Philipp von Gwyneth, wie bekennt ihr euch? Ich habe es gesagt. Antwortet! Antwortet, wir werden noch Schlimmschalter aufeinander. Ich bin nicht schuldig. Unschuldig? Er sagt unschuldig! Eure Lehren sprechen eine andere Sprache. Schuldig, sage ich. All dies erfüllt mich mit Trauer. Vielleicht wird es euch überraschen, aber wir hatten gehofft, euch zum Bischof von Kingsbridge zu machen. Wie konnte es so weit kommen, Philipp? Zum Teil war es meine Schuld. Ich habe Philipp in seinen ersten Jahren unterstützt. Ich beantrage, dass Philipp ab sofort seines Amts als Prior entkleidet wird. Nein! Und dass er in Gewahrsam genommen wird, bis Shiring und ganz England von den vergifteten Worten geheilt sind, die er verbreitet hat. Nein! Was? Ja? Ihr beschuldigt Philipp, weil er sich euch widersetzt hat. Du wirst mit ihm mal... Ich machte ihn zum Prior. Und dankbar war er nicht. Aber nein, ich klage ihn an, weil seine Lehren falsch sind. Und ich will beweisen, dass Philipps Entscheidungen in der Vergangenheit mehr als einmal falsch waren. Ruft Remigius auf. Ach nein. Der Prior von Shiring. Vater Remigius. Remigius, der... Der Verräter, der... Mein Herr Bischof. Schwachkopf. Sagt dem Gericht Remigius, was ihr mir erzählt habt. Viele Jahre habe ich als Subprior von Kingsbridge gedient. Erst für Prior James, dann für den Angeklagten. Was war euer erster Eindruck von ihm? Ich nahm Anstoß an der Art und Weise, wie er die Diskussionen im Kapitelhaus geführt hat. Was noch? Unser Prior Philipp hat den Flüchtlingen aus Earls Castle bereitwillig Zuflucht gewährt. Das war richtig so. Ist das nicht eine gute Tat? Ein Akt der Nächstenliebe? Eben. Ihr kennt ihn nicht so gut, wie ihr ihn zu kennen glaubt, Gräfin Aliena. Das wird sich heute jedoch ändern. Dann, am ersten Tag unseres Wollmarkts wurden wir angegriffen. Ich habe davon gehört. Schrecklich. Ich versuchte, das Leid einer Frau mit den Worten der Heiligen Schrift zu lindern. Die Frau unseres Baumeisters wollte sie mit giftigen Kräutern verhexen. Und Philipp schritt ein? Ja, er stieß mich beiseite und gab der Frau Gift. Dafür sollte er hängen. Sie lebt noch. Es ist schlimmer, als ich dachte. Es war kein Gift. Und dann kam der Tag, als die Statue der Jungfrau Maria in Kingsbridge ankam. Ich habe nicht geglaubt, dass es ein Wunder war. Das hat er auch nicht. Heilige Maria! Natürlich ist es ein Wunder! Die Jungfrau hat selbst zu mir gesprochen! Ich auch! Zweifellos ist es ein Wunder. Ich habe von vielen gehört, die in Kingsbridge geheilt wurden. Ja! Amen. Amen! Heilige Maria, segne uns alle! Nun, mir wurde ja auch bald klar, dass es ein echtes Wunder war. Aber Philipp nicht. Ach. Ihm ging es nur um das Geld, das die Leute am Schrein der Jungfrau spendeten. Deshalb bin ich gegangen. Das war richtig! Amen! Nun, ich glaube, da gibt es noch etwas, das ihr uns nicht erzählt habt. Etwas sehr Wichtiges? Ja. Philipp hat ein Kind gezeugt.
Unglaublich! Eine Sohn! Und er hat ihn in der Priorei aufgezogen. Eine Lüge. Er ist schuldig. Jonathan von Kingsbridge, tritt vor. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Ist es das? Ist das die Wahrheit? Seid ihr Philipps Sohn? Beantworte die Frage, Jonathan von Kingsbridge. Ich habe keinen Vater. Jeder hat einen Vater. Das mag sein. Aber wenn Philipp mein Vater wäre, hätte er es mir gesagt. Woher weißt du, dass er dich nicht angelogen hat? Sprecht! Philipp würde nie lügen. Er sagte mir, man hätte mich im Wald gefunden. Im Wald? Ist das wahr, Philipp? Oder lügt ihr? Und weiter? Mein Bruder hat ihn gefunden. Euer Bruder? Stand er nicht in Diensten des Grafen von Gloucester? Ihr habt ihn schon eine lange Zeit nicht mehr gesehen, stimmt's? Dann fragen wir doch seinen Bruder, ob die Geschichte wahr ist. Ach, er lebt. Francis!